Freunde, also Julian hat ein neues Format auf dem JBB-Kanal begonnen, und zwar die Julians Corona-Cypher, beziehungsweise das JCC. Und ja, los geht's mit meiner Reaction auf das erste Infovideo. Das war das krasseste Intro aller Zeiten. Eigentlich steht die zweite Cypher vor der Tür, aber aufgrund der aktuellen Umstände dachte ich lasse mir mal was Neues einfallen. Im Moment sieht es mit Spaß und Unterhaltung etwas düster aus und ich dachte, wir machen aus der Not eine Tugend und bevor die richtige Music Cypher beginnt, machen wir jetzt einfach die JCC, die Julians Corona Cypher. Im Prinzip ist das die Music Cypher nur in einer Spar- und Spaß-Version, damit uneingeschränkt jeder mitmachen kann, dem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Da wir alle zu Hause bleiben müssen und sowieso wenig zu tun haben, dachte ich, man kann die Zeit vielleicht sinnvoll nutzen und was könnte sinnvoller sein als Musik und Kreativität? Folgendermaßen läuft das ab. Ihr macht irgendeinen Track, egal in welche Richtung es geht. Egal ob Rap, Schlager, Pop, Rock oder ihr spielt ein Instrument. JBC, wer erinnert sich noch? Wie Gitarre, Flöte, Klavier, was auch immer. Es ist völlig egal, was ihr zu Hause habt. Ihr könnt auch Beatboxen. Ihr könnt auch einfach was singen, was von euch ist, also nicht etwas nachsingen von irgendwem. Oder ihr macht ein A Cappella Freestyle. Im Prinzip könnt ihr auch mit einem Kochlöffel auf einem Topf rumhauen. Hauptsache, das, was dabei rauskommt, hat im weitesten Sinne irgendwas mit Musik zu tun. Wobei wir natürlich alle wissen, dass Rap auf diesem Kanal am besten angenommen wird. Und solange Michael Jackson nicht wieder aufersteht und was einreicht, wird jemand, der Richtung Rap geht, höchstwahrscheinlich die besten Chancen auf einen Sieg haben. Es kann auch ruhig ein altes Lied sein, das schon seit 2012 auf eurem PC vor sich hin oxidiert oder was ihr schon auf YouTube hochgeladen habt und noch weniger als 100.000 Klicks hat. Außerdem ist es egal, ob es... Ja, aber muss es ein Song sein oder... Was, wenn es nur so ein Beat ist oder, keine Ahnung, Beatbox? Ja. Zählt das da nicht? Muss es ein Song sein? Deutsch oder Englisch ist. Zu der Audio macht ihr irgendein billiges Video. Und ich meine billig. Das heißt, ihr könnt einfach euer Handy nehmen, euch filmen und das ist dann das Musikvideo. Natürlich von zu Hause aus oder aus dem Garten. Geht nicht nach draußen und haltet euch von anderen Leuten fern. Das ist die Corona-Cypher und der normale Grad an Professionalität ist diesmal nicht nötig. Ihr müsst euch nicht mit professionellen Videoteams zusammentun oder in ein Tonstudio gehen. Ihr ladet euer Video auf YouTube hoch und schickt mir eine Mail an coronacypher@aol.com mit dem Link zu eurem Video, die Audio als Wave oder MP3 und irgendein Identitätsnachweis. Wenn ihr unter 18 seid, müssen eure Eltern damit einverstanden sein. Macht das YouTube-Video öffentlich oder ungelistet und schreibt in den Titel JCC 2020 und wie ihr euch nennt, damit jeder euch findet, der bei YouTube JCC 2020 eingibt, falls ihr es öffentlich macht. Wenn es ungelistet ist, dann ist es vollkommen egal, wie ihr es nennt. Außerdem ist es diesmal auch erlaubt, mehr als ein Video einzureichen, also wenn ihr drei Lieder rumliegen habt und nicht sicher seid, welches am besten geeignet sein könnte, dann ladet ihr einfach alle drei bei YouTube hoch. Die besten 16 Qualifikationen kommen dann auf diesen Kanal, treten in Vierergruppen gegeneinander an und werden vom Publikum bewertet. Ich gebe jede Woche noch maximal 50% auf die Likes obendrauf, genauso wie in der regulären Cypher. Was das Preisgeld angeht, so gibt es insgesamt 4.000 Euro. Außerdem kriegt der Gewinner noch einen ganz besonderen Ehrenpreis, nämlich eine Rolle Klopapier und eine Packung Nudeln. Es gibt noch kein richtiges Intro, außer dieses hingeschissene von gerade, weil mir das erst vor 5 Minuten eingefallen ist. Also wer Bock hat, ein Julians Corona-Cypher-Intro zu machen, kann das auch gerne tun, auf YouTube hochladen und an coronacypher@aol.com schicken. Wer Beats oder Instrumentals macht und diese kostenfrei für die Corona-Cypher zur Verfügung stellen möchte, kann in den Kommentaren auf seine Beats aufmerksam machen, damit jeder Musiker die Möglichkeit hat, an ein passendes Instrumental zu kommen. Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 7. April um 23.59 Uhr und 59 Sekunden. Okay. Ja, da. Noch weiter am Tour. Also, ja, das wie YouTube hochladen. Also, laden wir das dann auf unsere eigenen Kanäle hoch? Ist das dann irgendwie wie das VBT oder was? Falls ihr es öffentlich macht. Wenn es ungelistet ist, dann ist es vollkommen egal, wie ihr es nennt. Außerdem ist es diesmal auch erlaubt, mehr als ein Video einzureichen. Also, wenn ihr drei Lieder rumliegen habt und nicht sicher seid, welches am besten. Das YouTube-Video muss dann ja in die Mail kommen, also muss man das zuerst hochladen und dann wird es auf dem JBB-Kanal hochgeladen. Geeignet sein könnte, dann ladet ihr einfach alle drei bei YouTube hoch. Die besten 16 Qualifikationen kommen dann auf diesen Kanal, treten in Vierergruppen gegeneinander an und werden vom Publikum Ja, das ist... Muss ich nicht sagen, aber ja, das Geile ist mittlerweile dadurch... Man muss ja irgendwelche Billig-Videos bringen, kann selbst Beats machen, mischen, bla bla bla.
ohne irgendwas zu bezahlen. Das heißt, es ist hier sozusagen Plus. Geil, oder? Genauso wie in der regulären Cypher. Was das Preisgeld angeht, so gibt es insgesamt 4000 Euro. Außerdem kriegt der Gewinner noch einen. Es ist auf jeden Fall ein Plus, wenn du nichts für ein Video zahlen musst. Ganz besonderen Ehrenpreis, nämlich eine Rolle Klopapier und eine Packung Nudeln. Es gibt noch kein richtiges Intro, außer dieses hingeschissene von gerade, weil mir das erst vor 5 Minuten eingefallen ist. Also wer Bock hat, ein Julians Corona-Cypher-Intro zu machen, kann aol.com frei für die Corona auf seine Beats aufmerksam. Jeder Musik hat an ein paar. Am Schluss ist Dienstag, der 7. Ja, okay. Das war halt alles Wichtige, also ja. Ich werde auf jeden Fall darauf reagieren und ja. Schauen wir mal, wie ich die Teilnehmer alle bewerten werde. Okay, thanks, bye.